unser Drift Team, das ist unser Startup, das ist unser Baby. Ist ja auch so, Querfahren macht einfach unheimlich viel Spaß. Naja, man wird halt immer wieder belohnt, wenn man dann die erste Kurve einleitet. Jeder hat so seinen eigenen Stil. Er sitzt da tiefenentspannt drin und du denkst dir, er fährt gerade zum Einkaufen. Albträume gar nicht, aber träumen tue ich dann dauernd davon. Bei mir ist es so, ich habe eigentlich von oben aus der Vogelperspektive ein Bild im Kopf, wie ich die Kurve fahren will. Klar, man ist noch nervös, man überlegt immer kurz, macht die Augen zu, wenn ich an der Startlinie stehe, wie fahre ich, welche Linie fahre ich. Und teilweise wachst du morgens oder ganz, ganz früh morgens auf und dir fällt ein, hey Scheiße, ich muss die zwei Schrauben noch festziehen. Albträume hatte ich noch nicht, dass ich irgendwie einen Unfall baue oder so, aber Träume von Driften schon oft. Tim Schrick hatte mal eine Formel aufgestellt, in der Querbeschleunigung und Geschwindigkeit in eine Formel gepackt hat und sein Ergebnis war, quer bockt mehr. Quasi die Ideallinie perfekt zu driften, also hat sehr, sehr viel mit Präzision zu tun. Einzigartiges Zusammenspiel von wirklich zwei Fahrern. Du nimmst von außen wahr, die fahren gerade auf wenige Zentimeter aneinander bei der Geschwindigkeit und du weißt eigentlich gar nicht, wie die das kontrollieren. Ein Tiervergleich mit den Autos. Das ist so ein Gorilla, hä? Das Auto ist schon böse. Also dem muss man schon mit einer harten Hand angehen, dass er macht, was du willst. Das ist bei meinem Auto ganz anders. Mein Auto kannst du wirklich sehr, sehr sanft fahren. Das ist ein sehr, sehr gutmütiger, lieber Hund. Schon so ein Labrador. Marcel Niggemeier, zusammen mit meinem Bruder. Chris Niggemeier. Querbock mehr. Aus der Zukunft, quer in die Zukunft. Ja, immer quer in die Zukunft.